Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns immer noch auf der London Ranch und bevor wir jetzt halt versuchen rauszufinden, wo wir den dritten heiligen Stein herbekommen, werden wir ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wir begeben uns jetzt erstmal Richtung Schloss Hyrule, denn die Fee auf dem Todesberg hat uns hier gesagt, wir sollen uns dort mal etwas umschauen und nach einer Bekannten von ihr Ausschau halten. Und auf dem Marktplatz von Hyrule selber gibt es auch noch ein bisschen was zu, ja, erledigen, erkunden, Sachen zu entdecken, die uns helfen. Aber als erstes besuchen wir die Bekannte von der großen Fee. Dann sind wir auch schon am Marktplatz von Hyrule. Und da gehen wir jetzt halt einfach drüber Richtung Schloss Hyrule. Und dann müssen wir wieder hier hochklettern, weil wir kommen immer noch nicht durch das Tor durch. Dann haben wir hier diesen ganz unauffälligen Stein mit diesem unauffälligen Schild. Sackgasse. Aber wir haben ja jetzt halt die Bomben bekommen im letzten Dungeon. Und dann sind solche Steine einfach kein Problem mehr für uns. Wenn man denn seine Bomben richtig positionieren könnte. Und dann haben wir hier dieses kleine Loch. Haben wir wieder eine Feenquelle gefunden. Das war das falsche Lied. Jetzt wo ich es höre, ja, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen ja beweisen, dass wir in königlicher Mission unterwegs sind. Und nicht, dass uns ein Pferd mag. Hallo, mein süßer Retro. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Dins Feuerentfernung. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Dins Feuerentferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Genau, wieder auch die andere große Fee, kann man hier hingehen und die heilt einen. So, dann haben wir Dins Feuerentferno und können ja jetzt halt, ja, einen großen Feuerangriff starten. So, um hier am besten rauszukommen, lässt man sich von den Wachen erwischen. Denn die schmeißen einen einfach raus. Und dann ist man wieder vor dem Tor. Aber jetzt muss ich mich beeilen, bevor es dunkel wird. Bevor die Sachen Marktplatz zumachen, die ich besuchen will. Aber nachdem die Musik noch läuft, glaube ich, haben wir noch Tag. Ja,
Die Türen gehen noch auf. Solange wir uns im Marktplatz befinden, vergeht keine Zeit. Willst du ein Spielchen wagen? Das kostet dich nur 20 Rubine. Ja, freilich. Also hier können wir ein kleines Schleuderspiel spielen. Wir müssen einfach nur die Rubine treffen. Okay, der war knapp. Wir haben aber leider nur 15 Schüsse, also so oft sollte ich nicht daneben schießen. Aber jetzt haben wir es dann eh gleich. Und auf dem ersten Versuch, und damit haben wir auch schon das größte Upgrade von der Munitionstasche, wir können jetzt nämlich 50 Deko-Kerne tragen. Dann haben wir hier noch ein kleines Geschäft. Die Mini-Bowling-Bahn. Oh, was? Hey, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minen-Bowling-Bahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine. Willst du? Oh. Ich will nicht, aber ich muss. Schauen wir mal, wie ich mich anstelle. Okay, das ist jetzt zwar nicht der Preis, den ich wollte, aber wir probieren es trotzdem. Also wir haben jetzt diese Krabbelminen, 10 Stück, und müssen die in das Loch reinbekommen. Und die kriechen halt so vor sich hin, aber... Der erste war noch recht easy, der war schön in der Mitte und schon da war ich schon zu weit nach links. Muss man sich ganz genau positionieren. Auch der. Ja. Ich sage ja, ich war da noch nie so gut drin. Ah, knapp. Irgendwie. Ein bisschen von der Seite her. Ja, das könnte funktionieren. Und jetzt kommt der letzte. Mit diesem riesigen Hühnchen im Weg. Oh, jetzt treffe ich das kleine Hühnchen. Super. Ich glaube, die Hühnchen haben eine ganz komische Hitbox. Deswegen warte ich lieber, bis es sich wieder bewegt. Und hier hoffe ich immer, dass ich vorbeikomme. Und dann treffe ich natürlich das Hinterteil von dem Huhn. Und jetzt hat... Natürlich, du läufst... Ihr läuft... Nein! Oh, geh doch zur Seite. Und dann habe ich auch gewonnen. Aber wir werden das jetzt nochmal spielen, weil das nicht ganz der Preis war, den ich wollte. Das ist immer so. Ich gewinne immer dann, wenn es die Preise gibt, die mich nicht interessieren. Aber dafür haben wir jetzt Krabbelminen. Was die können, haben wir ja schon gesehen. Die krabbeln nach vorne und explodieren nach einer gewissen Zeit oder wenn sie gewisse Sachen treffen. Genau, unter anderem bin ich deswegen hier. Und schon den ersten verkackt, also... Mehr Konzentration, Retro. Okay, der ist in der Mitte. Da gibt es auch einen ganz tollen Glitch. Weil direkt hinter dieser Wand ist jetzt das große Hühnchen. Und wenn das zu nah an der Wand ist, kann es passieren, dass man das Hühnchen dahinter trifft und dass die Bombe da unten explodiert. Das ist dann auch recht nervig. Ach, jetzt komm, du standst doch gerade so schön rechts. Da hättest du einfach stehen bleiben können. Geh doch auf Seite. Ja, ja, ja. Die sind doch so programmiert, dass sie da reinlaufen müssen, oder?
Okay, dreimal in der Mitte. Das war doch einfacher. Und dann haben wir auch schon unser zweites Herzteil. Fehlen nur noch zwei für einen Herzcontainer. Aber wie gesagt, ich würde gerne nochmal spielen, aber jetzt habe ich erstmal kein Geld mehr. Aber da gibt es ja hier um die Ecke gleich einen schönen Raum, wo man Geld in Hülle und Fülle bekommt. Wie gesagt, ein Spiel kostet 30. Ich glaube, ich werde gleich für den Fall, dass ich es nicht schaffe oder den falschen Preis kriege, ...90 mitnehmen. Dass ich da nicht einfach nach jedem Spiel wieder hin muss, sondern einfach drei Versuche habe. Stimmt, wir haben jetzt halt die Wirbelattacke. Oh, und weil wir gerade hier sind... War das hier? Nein, dann war es hinten. Genau, ein goldener Skulltula. Dann müssten wir auch schon 8 haben, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und jetzt gehen wir hier raus. Gehen sofort wieder rein. Und ich schätze mal, die Wache, die hier drin steht, hat alle Töpfe wieder aufgestellt und hat auch wieder Geld reingesteckt. Wie gesagt, Geldmangel gibt es in diesem Spiel nicht. Man muss sich nur die Zeit nehmen, diesen Raum abzugrasen. Schätze ich mal, müssen wir da nur noch einmal rein. Genau, dann haben wir 94, dann können wir hier raus und zurück zur Minenbowlingbahn. Die nimmt den Job auch ernst. So, was können wir gewinnen? Wieder Krabbelminen. Naja, dann üben wir das halt mit den Krabbelminen. Und natürlich... Konzentration. Sollte doch drin sein. Und wieder in der Mitte. Oh, zum Glück, Hühnchen geht auf die Seite. Wir treffen nicht das große Hühnchen dahinter. So. Und gleich einfach probieren. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Aber wie gesagt, das ist immer noch nicht das, was ich wollte. Krabbelminen haben wir ja schon bekommen. So, 50 Rubine. Ja, nehme ich auch. Nachdem ich gerade insgesamt 60 schon wieder gezahlt habe, dann muss ich nicht mehr so schnell zurückgehen. Auf der Seite nehmen wir das einfach so. Ich glaube, das sieht recht gut aus. Und dann schlüpft es noch daneben vorbei. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Okay. So, die dritte Platte muss man immer in der Mitte treffen.
mal. Na? Ach komm, das habe ich doch nicht mal berührt. Ich hasse es. Ich hasse diese Hühnchen so sehr. Ach komm. Auf den habe ich jetzt natürlich nicht geachtet. Aber jetzt hat... Natürlich, du sollst jetzt endlich mal den Preis auspacken, den ich will. Nein, ich will keine Bomben. Ich kann jetzt nicht den ganzen Part einfach nur Bowling spielen. Ich habe noch andere Sachen zu tun, junge Dame. Ich muss Hyrule und die ganze Welt retten. Gib mir endlich das, den Preis, den ich will. Was war denn das? Jetzt habe ich mich schon fast gefreut, dass ich es schnell geschafft habe. Komm, geh auf die Seite. Na, wenigstens sind jetzt unsere Bomben wieder aufgefüllt. Ja. Ja, endlich. Jetzt muss ich es nur noch schaffen. Okay, der erste wäre erledigt. Oh, natürlich auf der Seite. Oh. Bisschen besser positionieren. Schauen, dass das Hühnchen da aus dem Weg geht. Und dann hoffen wir mal. Ah, okay. So, jetzt haben wir noch 8 Minen, um das dritte Ziel zu treffen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu weit links. Schauen wir mal. Ach, bleib doch da links stehen. Ich glaube, von unserer Position sieht das doch jetzt recht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch an den drei Hindernissen vorbeikommen. Ich sage, die sind darauf programmiert, genau in diese Mine reinzulaufen. Schwing doch deinen Arsch auf die Seite, meine Güte. Immer wenn es um das geht, was ich will. Das ist... Es muss so sein.
komm, ich bin doch... Ich war doch da... Ich hab das nicht mal berührt. So. Die letzte Krabbelmine, die wir haben. Sonst gehen die immer direkt auf die Seite, wenn sie in der Mitte stehen. Aber jetzt, du hast die letzte Mine, ist natürlich nicht. Okay. Gut, dann werde ich das jetzt erstmal sein lassen, weil das hat so keinen Effekt. Ich will ja noch ein bisschen was anderes heute machen. Ah, Gott. Ich hasse Minen Bowling. Ich weiß nicht, das waren jetzt vier oder fünf Mal, wo ich ohne Probleme das geschafft habe. Und kaum gibt es das, warum ich eigentlich da bin, ich meine, das Herzteil ist auch recht schön, schaffe ich es nicht. Das ist Murphy's Law oder so, ich weiß es nicht. Naja, wir machen uns jetzt halt aber auf dem Weg zum dritten heiligen Stein. Da bin ich schon falsch. Ich muss nämlich da lang. Nicht tauchen. Und weiter schwimmen. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Retro. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Wir werden nicht mal gefragt, ob wir das verstanden haben. Entschuldigung, Vogel, kannst du nochmal wiederholen? Ich hab das noch nicht so ganz... Oh, jetzt ist er schon weg. Das eine Mal, wo ich nochmal nachfragen wollte. Ich hab's halt wieder drauf mit den Bomben. Natürlich werfe ich das auch. Na ja, wurscht. Ein Hühnchen. Schrecklich. Das brauchen wir auch noch. Ja, nicht den Stein. Das Hühnchen. Dann, wie ich ja, ich glaube, im dritten Teil schon gesagt habe, hilft einem das Hühnchen, dass man so leicht schweben kann. Das brauchen wir jetzt halt hier auch. So, einmal, um an dieses Herzteil zu kommen. Ich glaube, hier kommen wir einfach so rüber. Genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Hühnchen wieder erwischen. Da. Denn ich nenne es jetzt einfach mal Steve. Steve wird uns jetzt begleiten. Noch ein kleines Stückchen. Ich habe gerade die Schnauze voll vom Hühnchen, aber es hilft ja nichts. Ohne Steve kommen wir nicht weiter. Aber ich glaube, man braucht... Stimmt, man braucht Steve doch nur für das Herzteil. Und für das Herzteil. Also man kommt auch ohne Steve weiter. Aber... Mein Fehler.
Also am Anfang braucht man ihn natürlich, um darüber zu kommen, glaube ich. Um einmal über den Fluss zu springen, ganz am Anfang, wo man Steve bekommt. Aber sonst, naja. Und dann haben wir auch schon unser viertes Herzteil und damit besitzen wir jetzt 6 Herzen. Oh, das war jetzt taktisch unklug. Okay, das war jetzt halt einfach nur noch blöd. Denn jetzt müssen wir erstmal das unsichtbare Geld aus dem Fluss holen. Und doch ein gutes Stück zurück. So, wieder was aus dem Wasser. Die Strömung ist einfach zu stark, um dagegen anzuschwimmen an gewissen Stellen. Diesmal spielen wir das richtige Lied von Anfang an. Dann wird dieser Wasserfall etwas schwächer und wir können hier reinspringen. Dann befinden wir uns auch schon in Zoras Reich. So, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part hier. Und dann schauen wir mal im nächsten Part wirklich, wie wir weiter an den dritten heiligen Stein rankommen. Also, bis zum nächsten Mal. Nachdem mich das Ganze mit dem Minenbowling nach der Aufnahme immer noch so genervt hat und das Ganze doch wirklich 15 Minuten langweiliges Minenbowling war, habe ich beschlossen, dass ich das Ganze ohne euch machen werde. Und wie ihr im Hintergrund seht, habe ich es dann letztendlich auch geschafft. Das Ganze hat dann nochmal mit Zurücklaufen ungefähr 30 Minuten gedauert. Mit nochmal, ich glaube, 5 oder 6 Versuche mit den falschen Preisen oder wo ich es nicht geschafft habe. Und diese 30 Minuten wollte ich euch einfach ersparen. Deswegen seht ihr jetzt halt einfach im Hintergrund nur den Versuch, der funktioniert hat. Und wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt halt die Bombentasche bekommen. Die Erweiterung, mit der wir jetzt halt 30 Bomben statt nur 20 tragen können. Also, bis zum nächsten Mal.